17. Januar 2006. Ich finde, dass es ein äußerst freiheitliches Konzept ist. Und zwar, ja natürlich, weil es ist fast nicht zu kontrollieren und das gefällt mir. Ist gar nicht zu kontrollieren? Gar nicht, ja eigentlich nicht. Also auch das Konzept, sagen wir Wikipedia, gefällt mir einfach deshalb, weil im Grunde genommen einfach von überall her wirklich Inputs kommen können und der beste Input siegt. Wow, 4 Videos habe ich mir aus dem Archiv geholt und die bringe ich alle. Aber hey, nicht auf Snapchat, sondern auf wikidienstag.tv. Ch. Ich weiß noch nicht, wie ich es machen werde, weil ich Bügelgeber bin über Ostern. Aber die Homepage, die erwähne ich irgendwo in einem Video. Und die heißt dann intervention.ch/175. Und da füge ich dann alles ein. Und die Reihenfolge mache ich nicht chronologisch, aber 781 zuerst, dann 684, dann 754 und dann Schnipsel 673 mit Konrad Hummler. Die Form der Unruhe 2009-2010. Schnipsel 2967 habe ich tatsächlich nicht gefunden. Keine Ahnung. Egal. 2010 hat persönlich geschrieben, dass ich seit 15 Jahren ein Kultblogger sei. Das heißt, ich bin jetzt 26 Jahre ein Kultblogger. Die ganze Playlist auf wikidienstag.ch und alle Links in der Videobeschreibung. Ich glaube, es ist nur eine. intervention.ch/175. Und wenn du auf wikidienstag.ch schaust, dann kommen dazwischen natürlich immer diese Wetterberichte aus diesem Diesmutsch-Steh. Hey. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Wer in der Schweiz hat am meisten Webby Awards gewonnen? Welcher Künstler der Schweiz hat die erste Ausstellung seiner Karriere an der Royal Academy of Arts in London begonnen? Ich. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Dass die NZZ im April 2020 das Wikipedia-Prinzip abgepresst hat? War Konrad Hummler mein Protégé? Professionelle YouTuber würden jetzt sagen, abonniere meinen Channel, mach das mit der Glocke an und überweis mir deine Millionen auf die Bank Wegelin in St. Gallen. Yeah.